Wenn man in der vorislamischen Zeit oder früher schlechte Wörter benutzt hat. Und natürlich, wenn du viele schlechte Wörter benutzt, mit der Zeit, Barakallahu fik, das wird wie Routine für dich und du wirst diese Wörter immer benutzen. Und da hat man den Islam angenommen oder da hat man zum richtigen Weg gefunden. Und da will man diese Wörter nicht nutzen, aber manchmal, wenn man wütig ist oder Wut hat, dann rutschen diese Wörter aus. Erstmal, Barakallahu fik, das ist eine warnende, sage ich jetzt, Wirkung, warnende Wirkung, dass man sagt, ja, wenn ich manchmal genervt bin, dann rutschen Wörter von vorislamischer Zeit aus und ich sage diese Wörter. Deshalb, da muss man Allah fürchten und da muss man nochmal an die Reue, sage ich jetzt, arbeiten und die Reue richtig bearbeiten, nicht, dass man einen Fehler gemacht hat. Und da muss man natürlich versuchen, diese Wörter nicht zu sagen. A, indem man, wenn man Wut hat, dass man bestimmte, zum Beispiel, man sagt, man macht Wudu, wenn man im Stehen ist, dann sitzt man, dass man seine Lage ändert. Oder da geht man, macht Wudu und dann kommt man, betet zwei Raka'a. Nicht, dass man diese Wörter sagt. Wenn das so schlimm ist, dann sollte man diese Wörter mit anderen Wörtern, sage ich jetzt, ersetzen. Anstatt zum Beispiel schlechtes Wort mit der ersten Buchstabe ein anderes Wort sagen. Okay? Und so lernt man langsam, dass man diese Wörter sagt. Aber wichtig ist, dass man an die Reue, dass man an die Reue, Barakallahu fikum, hier arbeitet, weiterarbeitet, an Tauba.